Biogas, ein natürlicher Wirtschaftskreislauf. Wir sind im Landkreis Kitzingen auf dem Gelände der Biogas Kitzingen 1 GmbH. Es geht rund, denn die Anlage bekommt ihre Jahresration Mais. Circa 200 Hektar Mais werden jährlich angebaut, damit die Anlage genug Futter hat. Mais, der durch einen natürlichen Wirtschaftskreislauf regenerative Energie in Form von Strom und Wärme erzeugt. Gut 1600 Haushalte werden durch diese Anlage mit Strom versorgt. Die dabei entstehende Wärme wird ebenfalls weiter genutzt. Es könnten um die 160 Häuser mit Wärme versorgt werden. Allerdings wird hier bei der Biogas Kitzingen 1 GmbH die Wärme anders genutzt. Die Gewächshäuser der regional angrenzenden Gemüsebaubetriebe sind hier angeschlossen. Von der Region für die Region, so hier das Motto und das im natürlichen Wirtschaftskreislauf. Im Silo der Anlage sind zwei Fendt 724 Vario zuständig, dass der Mais verteilt und verdichtet wird. Und jetzt schauen wir raus auf den Acker, denn der Mais muss ja schließlich auch geerntet werden. Hier ist der Lohnunternehmer Erich Hobbert aus Großlangheim mit einem Krone Big X 700 angerückt. Der Krone Häcksler bringt hier rund 700 PS mit auf den Acker. Dafür sorgt ein 8-Zylinder-Aggregat mit gut 16 Liter Hubraum. Mit dieser Leistung werden 12 Reihen auf einmal geerntet, wodurch die Abfahrgespanne gut zu tun hatten. Zum Einsatz kamen hier unter anderem ein Fendt 516 Vario mit einem Fliegel-Gigant, ein Fendt 724 Vario mit einem Püringer 7823 MT, ein Fendt 724 Vario mit einem Glas Cargo 9500, ein Fendt 724 Vario mit einer Brandner Powertube und ein Fendt 828 Vario mit einem Krampe Big Body Kipper. Möchtet ihr auch euren Betrieb oder euer Lohnunternehmen hier einmal sehen? Dann meldet euch doch einfach bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Maschinen oder Betrieben, die wir mit unseren Kameras begleiten dürfen. Um auch weiterhin keine Videos zu verpassen, vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Team von Land und Technik.